Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid. Letztes Mal haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Waffenladen und vorher wollten wir einen kurzen Abstecher machen bei einem Automechaniker, um uns vielleicht einen Vorschlaghammer zu besorgen. Das Ganze ist etwas schief gelaufen, also wir sind gebissen worden am Hals. Und ja, mussten uns dann hier in so einen Waschsalon zurückziehen. Aber jetzt ein neuer Tag. Neues Glück. Da drüben ist die Autowerkstatt. Wir versuchen jetzt einfach unser Glück. Ich meine, was soll schon passieren? Achso, hier unten ist die Pharmacy. Das war ganz praktisch. Also vielmehr war richtig beeindruckend. Da sind mordsmäßig viele Sachen drin gewesen. Medizinische. Und hier kommen mordsmäßig viele Herren. Die ich aber nach und nach hoffentlich ausschalten kann. Das wäre zu schön. Da kommt der nächste. Okay. Jawohl. Na komm. Kommt her. Hallo? Hallo, Freunde. Hier gibt's was zu fressen. Die sexy Linda wartet auf euch. Hey! Mein Gott. Sie verschmähen unsere Linda. Oder auch nicht. Der eine bringt den anderen mit hier. Hallo. Komm raus. Komm raus, komm raus. Beinahe wäre ich durchgeklettert. Mit dem zerbrochenen Glas, das hätte gar nicht funktioniert. Ja, genauso wenig wie das jetzt hier funktioniert. Ich dachte eigentlich, wir könnten die Alte vorher töten, aber nein. Jetzt liegen beide. Einmal nur draufhalten, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Und jetzt hoffe ich einfach mal. Aber hier wird's nicht. Hier wird es nichts geben. Ich bin mir schon fast sicher, dass wir hier kein Glück haben werden. Wir essen mal ein Müsli. So, hier einmal. Okay, einmal die Kerle angelockt. Puh, der ist schnell. Und da sind wirklich viele noch. Oh oh. Ich versuche sie mal hier an der Tür. Es könnte ja einfach mal einer sterben, ne? Aber nein. Das wäre ja zu einfach. Jetzt. Okay. Hallo? Als gedrückt halten. Ständig gedrückt halten hier die Taste. Was würde ich nur ohne die Leertaste tun? So. Jetzt aber. Und ich hoffe einfach echt, dass wir hier was bekommen. Also ein Vorschlaghammer wäre wirklich so cool. Cooler ging's gar nicht, aber es wird wahrscheinlich keinen hier geben. Draht ohne Säge, herzlichen Glückwunsch. Ich mit einem normalen Hammer auch sowas. Das wird nicht funktionieren. Oh, Mann. Kacke. Oh, ja! Ja, 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 ja! Ja, Mann, ja! Ja! Gut. Ich wollte gerade sagen, wir können natürlich auch den Waffenladen abfackeln. Nee, können wir nicht. Das wäre sau super dumm. Super, super mega dumm.
Gut, das Badetuch lassen wir erstmal hier. Wir werden sowieso jetzt total überladen sein gleich. So richtig mordsmäßig überladen. Tischlein für Anfänger, das müssten wir eigentlich auch mal fertig lesen. Die trinken wir gerade mal. Und ich habe immer noch nicht die Brauseflasche gefunden. Wo ist sie? Eigentlich gibt das immer eine Wasserflasche. Egal, wir packen ihn mal da rein. Nicht den. Den packen wir erstmal dahin. Puh, 6 Kilo, ey. Okay, geht. Wir sind doch nicht überladen. Herzlichsten Glückwunsch. Gut. Gut, gut, gut. Ah, wir haben schon wieder 4 Uhr. Heißt, wir werden heute Nacht hier pennen. Luxuriös wie eh und je. Wir haben hier kein Wasser, ne? Wir haben hier kein Wasser. Jetzt dachte ich gerade, sie klettert wirklich durch die Scherben. Okay, gut, dann gehen wir hier in unsere altbekannte Wäscherei. Da unten sind schon neue Kollegen gespawnt. Hier müssten wir ja eigentlich Wasser haben. Haben wir auch. Und dann können wir hier einfach ein bisschen lesen, hier in der Ecke. Ich denke, da sind wir einigermaßen sicher. Meine Herren. Okay, wollen wir das morgen... Ah, genau, das war die Verbrennung hier am linken Oberarm, richtig. Ich erinnere mich, als wir uns selbst angefackelt hatten. Das waren noch Zeiten. Und ich bin auf den Waffenladen gespannt, muss ich ja ehrlich sagen. Und wir werden zwar so überladen sein dann. Und warte mal, den Schraubenzieher sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Das war jetzt blöd. Den müssen wir unbedingt mitnehmen. Denn wir müssen uns ja die Waffenteile abschrauben, um uns dann da so eine Superwaffe zusammenzubasteln. Da wäre es, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir einen hätten. Ist jetzt natürlich wieder doof. Die drei da unten werden uns mit Sicherheit nicht bemerken. Okay, dann holen wir uns den nämlich. Der war doch eigentlich irgendwo hier. Zack. Sehr schön. Hätte ich ihn doch nur schon mitgenommen, dann hätten wir uns den Weg jetzt gespart. Aber egal. Egal, egal. So, der eine hat uns... Das ist ebenfalls egal, den schaffen wir. Oder wir umgehen ihn komplett. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Da waren auch nur drei. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir welche anlocken. Wie zum Beispiel den da unten jetzt. Ja, ja, macht ihr nur mal da. Ich will hier einfach nur meine Ruhe. Okay. Okay, okay, okay. Das sieht alles jetzt sehr, sehr gut aus. Es läuft wie am Schnürchen. Noch. Sagen wir es mal so. Es läuft noch wie am Schnürchen. Dum, dum.
So, wollen wir jetzt dann früh schlafen gehen oder eher spät? Ich glaube, wir lesen bis um 8, würde ich sagen. Oder wir lesen das Ding einfach jetzt durch. Komm, wir lesen es durch. Dann haben wir das hinter uns. Und können das Buch wegtun. Ja, doch, das ist drin, das schaffen wir. Das sollten wir packen. Es sei denn, hier kommt gleich ein Zombie die Tür reingeschneit. Schüsse. Die bedeuten nichts Gutes. Da unten waren auch Leute unterwegs. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Lasst mich einfach nur in Ruhe hier. Ich bleib einfach in der Ecke stehen, dann passiert uns nichts. Ich bin mir ganz sicher. Die sind hier ganz in der Nähe. Ich weiß nicht, ob sie schon drin sind hier in der Hütte, aber sie sind ganz in der Nähe. Ich könnte jetzt schlafen, aber. Okay. Scheiße. Das war nicht hier, ne? Nee. Das war nicht hier. Das würde man sehen. Okay, gleich dürfen wir die Daumen drücken. Ich mache nochmal so ein Stückchen schneller. Okay. Gut, wir drücken die Daumen und wir schlafen einfach. Und es hat ernsthaft funktioniert. Wir sind noch in Sicherheit. Oh Gott, Leute, echt. Es hat noch gereicht. Die hat uns gar nicht gesehen. Die kam da jetzt wirklich gerade so rein. Super. Und hat uns wirklich übersehen. Echt cool. Das war wieder mordsmäßig Glück. Und die zwei da, die können uns jetzt mal. Denn jetzt, Freunde der Nacht, jetzt haben wir es bald geschafft. Und die Waffen gehören uns. Wenn ich jetzt noch den Weg wüsste. Nee, hier unten geht's jetzt irgendwann genau da unten so einen kleinen Weg entlang. Und vielleicht haben wir ja auch Glück und wir finden da ein Messerchen. Ein gutes altes Kampfmesser. Bei Spivos könnte es was zu essen geben, aber wir haben ja jetzt eigentlich genug, würde ich sagen. Was ist das? Hier sind ja noch sogar ein paar. Ach, eine Lagerhalle oder was? Wirklich? Ist das im Ernst eine Lagerhalle? Bist du eine Lagerhalle? Sieht so aus. Könnten wir auf dem Rückweg auch noch besuchen. Aber jetzt erstmal zum Waffenladen, denn der interessiert mich wirklich seit Staffel 2, Staffel 1. Ich glaube, sogar in der ersten Staffel waren wir bei dem. Ich bin mir nicht mehr so sicher, welche es war. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da. Und das finde ich extrem cool. Das ist doch extrem cool. Das hier, was gerade passiert, ist nicht so cool. So. Jetzt die. Natürlich. Natürlich.
Das lockt jetzt wieder alle schön hier in unsere Richtung, ne? Schnell rein. Fenster zu. Und hoffen, dass wir Frieden haben. Kann ich hier eigentlich rüberklettern? Nee. Aber hier gibt es Dinge und einen Kühlschrank mit einem ollen Radieschen. Was? Ach, da ist eine. Okay. Hätte ich jetzt übersehen. Nägel. Was haben wir hier? Kochen wir voll. Hallo? Sage und schreibe nichts. Halt mal ein Messer. 308er Patronen. Ein Gummiband. Aha. MacGyver-mäßig. Da passen keine mehr rein. 308er sind, glaube ich, für ein Gewehr oder so. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Mit unseren super Shooting Skills. Ach, cool. Cool, cool, cool. Hier waren wir auch schon mal. Hier waren wir auch schon mal. Und jetzt hoffe ich... Natürlich. Natürlich. Die mussten natürlich jetzt hierher kommen. Stirb! Stirb, stirb, stirb. Das gibt gute Erfahrungspunkte. Instandhaltung könnten wir jetzt erhöhen von Schaf. Wenn wir denn einen Skillpunkt hätten. Haben wir aber nicht. Leider, leider. Wie viele Zombies haben wir eigentlich getötet? 226. Cool. Das ist nicht schlecht. So, und natürlich. Der Gunshop ist da oben und wird belagert. Es war so klar. Es war einfach so klar. Wollen wir den Gunshop mit Waffengewalt befreien? Ich meine, hier hört uns ja keiner eigentlich. Obwohl nicht. Ich riskiere es einfach nicht. Wir locken die einzeln an. Wir locken die einfach irgendwie einzeln an. Komm schon! Ach du Scheiße. Okay. Aber... Es funktioniert. Nicht, natürlich. Gut, dann muss ich jetzt wohl hier das Messer einsetzen. Okay, alles gut. Mit dreien werde ich fertig. Das packen wir. Komm schon. Na, komm schon. Stirb, stirb, stirb. Stirb! Und die letzte. Komm, leg dich hin. So, und jetzt einen Moment. Ich muss mal kurz hier die Katze davon abhalten, Plastik zu fressen. So. Entschuldigung. Weiter geht's. Okay. Wir versuchen, die Wände einzureißen. Die geht auch nicht auf. Vielmehr, uns bleibt hier gar keine andere Wahl, als eine Wand einzureißen. Das wird interessant. Und wahrscheinlich sollten wir das... Wir tun es einfach hier hinten, denn ich denke, wir werden dann die Türen eh auch noch öffnen müssen.
Nehmen wir uns einfach diese. Rüsten das Ding beidhändig aus. Ach du Scheiße. Ich hoffe, das funktioniert. Ach du Kack. Ach du. Du Scheiße. Zerstöre, okay. Jetzt funktioniert es. Ach, wie krass ist das bitte? Wie cool. Die Musik ist natürlich jetzt nicht so cool, denn die Musik verheißt meistens nichts Gutes. So. Wie cool. Das ist richtig gut. So ein Vorschlaghammer-Ding. Zumindest für solche Vorhaben. Patronengürtel. Sind hier welche drin? Nein. Allerdings auch der perfekte Ordner, eigentlich um sich zu verschanzen. Zielfernrohr. Achtmal Zielfernrohr. Jagdgewehr. Magazine. Hier komme ich gar nicht. Ne. 9mm Patronen. Und wir hätten eine Axt anzubieten. Gewehr, Gewehr, Pistole, Laserzielhilfe, das Ding, Jagdgewehr, Schaftkappe. Okay, es sind nicht unbedingt viele Waffen, obwohl jetzt müssen wir uns überlegen, Jagdgewehr oder... Ach, wie krass. Gewehr oder Jagdgewehr? Das schießt zwei Dreier. Ich würde sagen, das Jagdgewehr ist besser. Schadenreichweite. Und das Ding? Natürlich weniger. Heißt, wir werden das Jagdgewehr wählen. Glasfaser, Waffengurt, die nur 8-fach. Und das andere. Okay. Dann wählen wir natürlich dieses. Waffengurt, bla bla bla. Warte mal. Okay, das hat's schon drauf. Kann man. Wie viel kann man da drauf machen? 4 Sachen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinerlei Ahnung, wie viel man da ausrüsten kann. Waffengurt ist der Waffengurt. Ziffer nur 8-fach. Das ist wahrscheinlich das Beste. Denke ich. Die Musik. Schaftkappe. Schaftkappe, Schaftkappe. Haben wir auch hier dasselbe. Waffengurt. Okay. Ich denke, was anderes werden wir dafür jetzt nicht großartig finden. Was hat das hier, den Patronengürtel noch? Wahrscheinlich bei Waffengurt. Kann man den Patronengürtel dann noch machen. Aber Gewicht ist, glaube ich, besser. Warte mal, wir nehmen den Patronengürtel natürlich auch mit. Der war hier irgendwo, ne? Oder? Hallo, Patronengurt? Wo war der? Ich habe keine Ahnung, wo der Patronengurt ist. Wo bist du? Oh, heiliger Patronengurt, ich hab dich doch gesehen.
Und diese verkackte Musik hier, die mich so aufregt. Die schafft einfach Unbehagen. Haufenweise 9mm Patronen. Das, so, das. Jetzt packen wir. Hier haben wir auch noch welche. Die packe ich mal kurz nach vorne. Und das Ding rüste ich mal aus. Damit ich es nachladen kann. Dann packen wir die auch gerade mal nach vorne. Zack, zack, zack. Und einmal nachladen. Das dauert ganz schön lange. Das dauert ganz schön lange. Hui. Das dauert richtig lange. So. Ich laufe hier, glaube ich, noch 10.000 Mal durch die Gegend. Wir haben übrigens Hunger. Hunger, 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 haben Hunger. Haben Hunger, Hunger, Hunger. Haben total den Durst. Dann essen wir die gerade mal. Müde werden wir auch schon. Ach, es ist einfach... Es ist zum Verzweifeln. Obwohl, ich bin gerade am Überlegen, ist es für uns überhaupt sinnvoll? Wollen wir nicht einfach die Pistole jetzt nutzen? Ich glaube, die wäre... Obwohl, weißt du was? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So, die hat eine Laserzielhilfe. Unsere hat keine Ahnung was. Wir haben es gerade gar nicht ausgerüstet. Warte mal. Ich glaube, offenes Visier war das, ne? Oder irgend sowas. Oh, diese Tiere hier. Schlimm. Zielfernrohr, offenes Visier. Lauflaser. Warte mal, ich, schraub das gerade mal ab. Geht nicht. Muss ich das nach vorne packen? Ach, diese Mucke! Jetzt geht's. Dann packen wir die darüber. Nehmen die mit der Laserzielhilfe hier nach vorne und dann kann ich... Das doch da dazu machen. Jawohl, das geht. Kann ich die hier eigentlich entladen? Nein, kann ich nicht. Also was. Egal. Komm, wir kacken auf die 15 Schuss. Kann ich das jetzt hier noch sekundär ausrüsten? Kann ich. Okay, die Pistole können wir einhändig ausrüsten, das ist super. Die kann ich jetzt natürlich nur alle nach da vorne packen, das ist schlecht. Obwohl, doch. Wenn ich nachladen drücke. Geht es. So. Okay. Dann packen wir die wieder dorthin. Das rüsten wir aus. Das Ding packen wir auch dahin. Geht das? Es geht. Die Munition passt auch wahrscheinlich nicht mehr dahin, ne? Doch. Aber da wäre es sinnvoller... Warte mal, ich packe die mal zurück. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich einfach die eingepackten dann mitnehme. Wir nehmen genug 9mm und 308er mit. So.
komische Töne. Gut, gut. Gut, 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 gut. Da haben wir noch 308er. Auch noch mit. 308er, 9mm. Wir haben dann richtig viel Munition, würde ich sagen. 308er, 9mm. 308. Die passt schon gar nicht mehr. So, ich glaube... Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Würde ich behaupten. Wollen. Okay. Dann... kurz hier hoch. Die Wasserflasche gefüllt. Und jetzt, können wir hier pennen? Natürlich nicht. Er hat auch hier keinen Stuhl, ne? Man kann ich auf den Dingern nicht pennen, das ist scheiße. Jetzt muss ich darüber wieder. Aber gut, wir haben ja auch alles, was wir wollen. Und das können wir dann auch mal ausprobieren. Ich weiß zwar noch nicht so genau wo, am besten hier auf freiem Feld. Wo wir nicht so gesehen werden oder viel mehr Zombies anlocken können. Öffne dich! Jawohl. Schließe dich! Und dann torkeln wir einmal im Finsteren nach oben. Und, nee, warte mal, wir pennen einfach hier irgendwo. Ist egal. Komm. 9 Stunden. Hier wird schon keiner kommen. Hallo! Du schöne Welt! Wir sind wieder da. Und, ja. Wir essen kurz was. Ich würde sagen, einmal Schoko. Und nochmal Schoko. Da haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Heißt, wir können auf dem Rückweg nochmal ein bisschen Essen mitnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Rückweg und hier an dem Kollegen da unten probieren wir dann mal die Waffen aus. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!